Oh Mann, ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, Sadie hätte 2 Monate lang keine Toga-Videos mehr hochgeladen. Oh, Moment mal. Ah, sehr gut, Cedric, du bist ausgeschlafen. Das ist ausgezeichnet. Aber weißt du, was richtig schlimm ist? Nein, was denn? Ich habe es innerhalb von 2 Monaten immer noch nicht geschafft, dieses Kreuzworträtsel zu lösen. Naja, wie dem auch sei. Bist du bereit für neue Secrets? Oh Mann, ja natürlich. Ich scheine einiges verpasst zu haben. Unter anderem, dass es einen Zug in Toka Boca gibt. Hi! Oh, hey, junger Mann. Möchtest du auch mal Zug fahren? Ja, das wäre super. Dann musst du erstmal deine Ausbildung zum Zugführer machen und jetzt raus aus dem Cockpit. Oh, warum denn so griesgrämig? Na gut, ist auch egal. Na komm, Cedric, los geht's. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso? Was kann nicht wahr sein? Was ist passiert? Der Zug in die UK Street hat sich verspätet. Das ist ein Unding. Ich will mein Geld zurück. Warte mal, kannst du dich nicht sowieso teleportieren? Ach ja, richtig. Na gut, das wollte ich eigentlich auch gar nicht zeigen. Siehst du diesen Stein da oben? Den Diamanten, der alles in Gleichgewicht hält? Der Stein, der alles im Gleichgewicht hält? Würde ja nicht schlimm sein, wenn ich den wegnehme, oder? Wow! Hey, was ist das denn? Hey, das ist der Stein, der alles im Gleichgewicht hält! Oh, entschuldige, junger Mann. Ich wusste nicht, dass da drin jemand wohnt. Oh, das wusste ich auch nicht. Ich werde dir den Stein natürlich wiedergeben, aber... Wow, du hast eine echt coole Zentrale drin. Natürlich, ich bin ja auch dafür verantwortlich, dass die Uhr richtig läuft. Oder hast du schon mal eine Uhr gesehen, die rückwärts läuft? Nein. Ja, das liegt daran, weil ich in jeder Uhr drin sitze. So, gib mir diesen doofen Stein jetzt wieder. Mann, ey. Oh Mann, die Typen sind so klein, aber können doch auch so nervig sein. Oder sind auch meistens genervt von uns. Ja, so ist das nun mal, wenn man sich teleportieren kann. Keiner versteht das so recht und jeder erschreckt sich. Ich verstehe gar nicht, warum. Secret Mann, wo bist du? Ah, oh Mann, ich hasse dich. Ich dich auch. Na dann, weiter geht's. So, da wären wir auch schon. Aber sind wir nicht einfach nur ein paar Meter weiter links gelandet? Ja, aber du musst wissen, dass ich ein wenig lauvoll bin. Hey, könnt ihr da mal verschwinden, bitte? Oh Mann, immer wollen die alten Leute verhindern, dass man Spaß hat. Och, das finde ich so gemein. Ja, immer diese doofen Alten. Wir wollten einfach nur ein Foto machen. Genau, Foto machen wollten wir einfach nur. Ist doch mir egal. Ich habe Cedric einiges zu zeigen. So, wenn wir uns da hinsetzen, können wir auf jeden Fall ein Foto machen. Knips. Wow, das sieht gut aus. Du siehst richtig böse aus, als würdest du gleich jemanden auffressen wollen oder so. Okay, das war nicht böse gemeint. Weißt du was? Lass uns mal lieber die Plätze tauschen. So, geh du dahin. Nämlich können wir hier in dieser Maschine wunderschöne Fotos von uns selbst erstellen. Sogar mit anderen Filtern. Einmal schwarz-weiß, Augen zu. Wupp. Wow, das sieht richtig cool aus. Du siehst total verwirrt aus, weil du gerade fotografiert wirst. Ich bin auch super verwirrt, weil ich gerade fotografiert werde. Hey! Wow, noch ein zweites Bild, wo du aussiehst wie ein Trottel. Ach ja, du bist ein Trottel. Hey, das ist... Naja, auch egal. Also, auf jeden Fall gibt es dann noch so eins hier als Passbild und so weiter. Wow, das sieht super aus. Und dann dasselbe nochmal in schwarz-weiß. Oh Mann, ich kann absolut nichts mehr sehen wegen dem Blitzlicht. Aber ich finde dein Foto immer noch besser, ehrlich gesagt. Ja, ich finde mein Foto auch super. Kommt auf jeden Fall gleich in meinen Bilderrahmen bei mir zu Hause. Ehrlich jetzt? Nein, für das nächste müssen wir uns wieder teleportieren. Wupp. Du hast dich gerade da hinten hin teleportiert. Ist das dein Ernst? Habe ich dir nie erzählt, dass ich eigentlich einen Rollator habe? Du hast einen Rollator? Nein, sehe ich etwa aus wie ein alter Mann? Theoretisch ja. Wie alt bist du denn? 247, in meinen besten Jahren. So, als nächstes nehmen wir uns eins dieser schönen Plakate und werden damit ein bisschen Magie machen. Denn wir können das hier umtauschen, soweit ich weiß. So, zack, einmal weg damit und, Nein, warte, so ging das nicht. Ich muss erstmal draufklicken und dann geht es. Mann, bin ich ein Genie. Ja, du bist so ein fantastisches Genie. Du weißt ja sogar, wie man Plakate aufhängen kann. Ist das cool. Hey, kurze Frage, habt ihr überhaupt die Erlaubnis, das Ding zu benutzen? Ja. Letztendlich gehört uns ja der Laden. Nicht wahr, Secret Mann? Natürlich gehört uns der Laden. Wir haben ihn gerade gekauft. Gerade gekauft und ich weiß nichts davon? Ja, und dich haben wir gerade auch gekauft. Was? Im Ernst? Genau, du darfst jetzt nach Hause gehen. Deine Arbeit ist für heute vorbei. Bekomme ich trotzdem mein Gehalt? Nein, ja, natürlich. Wow, das ist ja großartig. Ich bin frei. Hey, wer hat dir denn erlaubt, meinen Laden zu verlassen? Oh, hi, Boss. Weißt du was, das geht zwar auch noch mit den anderen Plakaten, aber die Lage wird langsam ein wenig brenzlig. Wir sollten gehen. Ja, da stimme ich zu. Aber Chef, der Typ hat gesagt, ich darf gehen. Ja, du darfst gehen. Jetzt darfst du gehen und zwar schnell. Wupp. Ausgezeichnet. Unser Ablenkungsmanöver hat perfekt funktioniert. Also das war alles geplant, oder was? Ja, natürlich war das geplant. Was denkst du denn? Ich denke, dass du einfach nur...
Ach, vergiss es einfach. Pass auf, jetzt haben wir freien Zugang zum Blumenladen. Denn hier kann man alles verpacken. Wenn man Blumen kaufen will, kann man Blumen verpackt kaufen. Und wenn man ein Baby kaufen will, kann man ein Baby verpackt kaufen. Ah, wo ist mein Sohn hin? Keine Sorge, ich habe ihn nur in ein Paket verpackt. Was? Du hast meinen Sohn in ein Paket gepackt? Klar, keine Sorge, es sind Löcher drin. Wird nichts passieren. Hier, bitteschön, da hast du ihn wieder. Und diese Blumen werde ich meiner Freundin geben. Warte mal ganz kurz, zwei Sachen. Erstens, du hast eine Freundin und zweitens, hast du nicht das falsche Paket gegeben? Ich irre mich niemals, Cedric. Das weißt du ganz genau. Lass uns weitergehen, los. Okay, wenn du meinst. Oh, wo sind die denn hingegangen? Oh, naja, egal. Na gut, komm da raus, kleiner Simon. Was ist das denn? Simon! Wupp, also gut. Was macht ihr denn hier drin? Oh, tut mir leid, wir wollten nicht einbrechen. Also eigentlich wollten wir genau das. Ihr seht aus wie Verbrecher. Verbrecher? Nein, natürlich nicht. Warum? Warte mal, habt ihr da ein Baby in der Kiste? Ein Baby in der Kiste, meine Dame? Wo denken Sie denn bitte hin? Das sind Blumen. Oh. Hallo, Papa. Das sind Verbrecher. Schnell weg hier. Oh, sie ist so schnell weggelaufen, dass sie glatt durch die Tür gerannt ist, ohne sie zu berühren. Ist doch egal. So, alles klar. So, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Hier drin befindet sich nämlich eine komplette Weihnachtsmann-Monitur. Ist das nicht cool? Oh, das ist super cool. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Ah, du bist höchstens der Weihnachtsjunge. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Was wir eher brauchen, ist hier oben die Secret Keycard. Denn die ist hinter der Kreditkarte und mit der können wir einen ganz besonderen Raum öffnen. Und was ist mit der Kreditkarte? Können wir die auch mitnehmen? Ja, die kannst du von mir auch raus mitnehmen. Ist mir eigentlich auch egal. Ach ja, und da oben sind neue Klamotten. Die sehen aber nicht so gut aus. Deswegen stecken wir sie am besten in die Tiefkühltruhe und hoffen, dass sie niemals jemand findet. Okay, na dann, gut. Upp, so, nur was sollen wir denn jetzt mit den Karten machen? Das zeige ich dir. Komm mit. Grüß dich, lieber Zugführer. Hey, was macht ihr beide denn hier? Ich habe euch doch vorhin schon rausgeschickt. Gar nichts. Wir sind einfach nur hier, um kurz irgendwas zu gucken. Secretmann, was machen wir eigentlich hier? Wir sind hier, um den Zug zu übernehmen. Den Zug zu übernehmen? Alarm, Alarm, wir sind Verbrecher. Nein, wir sind keine Verbrecher. Naja, du hast deinem armen Vater sein Baby geklaut und ihm Rosen dafür gegeben. Ich glaube, das ist schon etwas, was Verbrecher tun würden. Es sind auch noch Entführer. Hilfe! Mann, warum musstest du das denn so laut sagen? Es geht doch absolut niemandem was an. Ach, ist auch egal. Also gut, abgesehen davon, dass dieser Zug auch fahren kann, können wir hier unten in dieser Schatulle oder was auch immer das ist, einen lilanen Diamanten finden, der schon mal ganz gut aussieht. Und die zweite Karte, die wir brauchen, um zu dem geheimen Ort vorzudringen. Oh, das ist cool. Oh Mann, ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen hier umsehen. Irgendwie gibt es doch sicher ein paar Hebel, die man drücken kann oder irgendwelche anderen Sachen. Oh, ich kann sogar aufhören, den Zug zu fahren. Ja, ganz toll, Cedric. Vergiss aber nicht, dass wir von der Polizei gejagt werden. Du wirst von der Polizei gejagt, um genau zu sein. Ich eigentlich nicht. Na, versuch denen das mal zu erklären. Hopp, hopp. Ach, da hast du wahrscheinlich recht. Na gut, los. Hoppity, hoppity. Los geht's. Erstmal, bevor wir die Tür abmachen, müssen wir da oben das Kabel reparieren. Dann die Karte ranhalten. Naja, gut. Und die andere. So, zack. Und auf geht's. Wow, das ist ja faszinierend. Oh, cool. Es ist eine Riesenratte. Genau, Cedric. Es ist eine Riesenratte. Und eine noch größere Ratte. Was meinst du damit? Wow. Hallo. Hi, was geht? Oh Mann, ich hab Angst vor Ratten. Da musst du keine Sorgen machen. Ich bin keine Ratte. Ich bin nur ein Mensch, der in eine Ratte verwandelt wurde. Ja, das ist ja beruhigend. Naja, wie dem auch sei. Ich würde mich ganz gerne hier ein bisschen umgucken. Keine Sorge, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wir sind hier schon gefangen seit Ewigkeiten und jetzt sind wir endlich frei. Oh Mann, cool, dass wir einer verzauberten Ratte geholfen haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gut geht. Was habt ihr denn jetzt in der Freiheit als erstes vor? Wir werden die Weltherrschaft übernehmen und die Welt an die Ratten verwüttern. Ha, 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 ha. Keine Sorge, das meint er bestimmt nur ironisch. Sicher? Ach, keine Ahnung, vielleicht ja auch doch. Hey Jungs, ich bin Sadi, der Alligator. Wow, du, Alter, was hast du denn hier gemacht? Ich bin Agent der geheimen Alligator-Gemeinschaft und ihr habt gerade zwei sehr schwere Verbrecher freigelassen. Jetzt liegt es an mir, sie aufzuhalten. Ratto, Rattowitz. Oh nein, Alligator, jetzt muss ich aber schnell los. Sag mir jetzt bitte nicht, dass wir gerade einen Krieg ausgelöst haben. Wenn du es genau wissen willst, nein, haben wir nicht. Wir haben nur dafür gesorgt, dass sie jetzt irgendwo anders stattfindet, auf dem Bahnhof und nicht in dem verschlossenen Raum. Ah, ein Alligator und eine Ratte kämpfen! Weißt du was, ich guck mir das nur ganz kurz an. Oh, was ist das denn? Wow, cool. Ein Graffiti-Spray oder sowas in die Richtung. Cool. Ja, super cool, Cedric. Allerdings sollten wir vielleicht doch lieber verschwinden, denn es könnte etwas brenzlig werden. Okay, da bin ich dabei.
Los geht's. Okay, gut. Für den nächsten Trick brauchen wir ein Bett. Ein Bett? Ja, ich denke mal, ein Bett haben wir schon. Das wird super. Wow, da kann man richtig gemütlich drauf schlafen. Ganz genau. Und als nächstes brauchen wir eine Frau mit zwei Kindern. Eine Frau mit zwei Kindern? Oh, warte, ich höre da schon jemanden kommen. Keine Sorge, meine beiden. Euch wird der böse Mann nicht bekommen. Oh! Keine Sorge, gute Frau. Ich möchte Ihnen einen Zaubertrick zeigen. Einen Zaubertrick, wie Sie meine Kinder verschwinden lassen? Ja, genau. Was? Nein. Ah! Oh Mann, ey. Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Keine Sorge, es wird nicht passieren. Erstmal legen wir euch aufs Bett. Dann gehen wir in unser Inventarmenü, drehen das Bett einmal ganz kurz um, drücken auf OK und machen genau das Gleiche nochmal. Und jetzt wird etwas Fantastisches passieren. Wow! Oh Mist. Meine Kinder sind völlig verdreht. Wow, das ist ja mal ein cooler Trick. Das sieht irgendwie so aus, als würden sie... Ich weiß auch nicht genau, wie es aussieht. Okay, du hast es gemacht. Darf ich jetzt gehen? Wow, ich stehe quer, Mama. Ich weiß, mein Schatz, das werden wir gleich in Ordnung bringen. Aber das ist doch cool, das macht Spaß. Oh Mann, das freut mich wirklich, dass denen das gefallen hat. Dass es ihnen gefallen hat? Ja, klar, natürlich hat es ihnen gefallen. gut, egal, lass uns einfach weitermachen. Kein Problem. Also, Cedric. Ja, was denn? Papa, der Mann ist gerade einfach so aufgetaucht. Was? Schämen Sie sich denn nicht, einem Kind so einen Schrecken einzujagen? Was? Warum machen Sie einem kleinen Kind Angst, hä? Haben Sie etwa selber Angst in Ihrer Kindheit gehabt? Weißt du, was der will? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich werde... Buh! Hilfe, Mama, der Mann ist gruselig. Das hast du wirklich gut gemacht. Bitte, kannst du wieder dein normales Gesicht machen? Das ist ein bisschen weniger komisch. Na, wenn es unbedingt sein muss, gut. Habe ich dir schon mal von der fliegenden Miesmuschel erzählt? Von der fliegenden Miesmuschel? Meinst du etwa der? Ja, wenn ich sie werfe, dann kann sie fliegen. Wow! Ja, ganz toll, Cedric. Du hast verstanden, wie Gravitation funktioniert. Das ist ja schon mal was. Was ist Gravitation? Ach, ist auch egal. Diese Muschel könntest du einfach ins Wasser schmeißen und dann plumpst sie ins Wasser. Doch das ist nicht das, was ich dir zeigen möchte. Sondern du willst mir eine fliegende Muschel zeigen. Bekommst du jetzt Flügel und kann fliegen? Ja, ganz genau. Nein! Ach, weißt du, ich zeig's dir einfach. Zack! Ups, das hat nicht funktioniert. Nein, das hat auch nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Oh, jetzt hat's geklappt. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Das ist eine fliegende Miesmuschel. Warum heißt Miesmuschel eigentlich Miesmuscheln? Weil es Muscheln sind, die echt mies drauf sind. Wow, krass, du weißt so viel. Ja, klar, natürlich. Das habe ich gerade gegoogelt. Abgesehen davon können wir das auch mit anderen Dingen machen. Wie zum Beispiel diesem komischen Ananas-Ding oder sowas. Die bleiben da oben stehen, aber komischerweise nur da oben. Krass, das ist schon mal ganz cool. Aber es gibt sicher noch interessantere Sachen, oder? Auf jeden Fall. Und pass bloß auf deine Schuhe auf, sonst haut es dich aus den Socken. Was ist denn mit meinen Schuhen? Ach, das ist nur ein Sprichwort. Los! Okay, pass auf. Ich zeige dir jetzt mal einen Trick, wie du der Frau am Tresen richtig auf den Keks gehen kannst, ja? Okay, dann bin ich mal gespannt. Hat das irgendwas mit dem Ei auf dem Kopf zu tun? Ei auf dem Kopf? Oh, das waren schon wieder diese doofen Schüler. Hier, nimm es selbst. Wow, lecker Ei auf dem Kopf. Oh Mann, na gut, was soll's. Also, was ich dir zeigen wollte ist, wenn du einen Teil dieses Obstes in die Hand nimmst, kannst du es einmal auf den Boden platzieren und damit einige unschöne Flecken machen. Und das mit fast allem, außer mit Käse. Oh, doch, mit Käse geht's auch. Naja, gut. Das bedeutet auf jeden Fall, dass du der Frau richtig schön auf den Keks gehen kannst. Oh nein, was ist das denn hier schon wieder? Das muss ich alles putzen. Ach Gott, ey. Weg damit hier. So. Unfassbar, diese Jugend von heute. Wow, das war richtig cool. Darf ich das auch mal machen? Einmal hier mit dem Lieder. Vielleicht können wir damit sogar irgendwas malen. Zack und zack. Zack. So, und dann noch ein bisschen... Ups, ich wollte eigentlich, dass er glücklich... Das funktioniert gar nicht so, wie ich gewollt habe. Naja, das ist sein Gesicht, aber sieht ein bisschen aus wie das Gesicht von einem Creeper. Oh nein, was ist das denn? Wer hatte die Weintrauben in der Hand? Die Weintrauben in der... hoppla. Wer war das? Ich habe das ganz genau gesehen. Ach komm schon, was bist du denn jetzt so gemein auf einmal? Schnapp ihn dir los. Ja, ich krieg ihn schon. Oh nein. Bleib bloß stehen, du Lump. Das ist witzig. Na gut, egal. Hast du schon mal den Sardellenmann getroffen, Cedric? Den Sardellenmann? Nö, noch nie gehört. Was soll denn bitte der Sardellenmann sein, Alter? Weißt du, was der Sardellenmann ist? Der Sardellenmann?
Lass mich ein bisschen nachdenken. Nein. Schade. Der Sardellenmann, den könnt ihr natürlich nicht kennen, weil er ein unfassbar gut gehütetes Secret ist. So etwas weiß nur ich. Schaut doch mal eine Runde in euren Schrank. Das hier ist der Sardellenmann. Oh Mann, der sieht aber gar nicht gut gelaunt aus. Natürlich bin ich nicht gut gelaunt. Ich bin ja auch der Sardellenmann. ja, gut. Weißt du was? Geh mal wieder zurück in den Schrank, wo du herkamst. Nein, warte, ihr müsst mich rauslassen. Ich bin der Sardellenmann. Ja, das war's auch schon vom Sardellenmann. Lass lieber wieder gehen. Oh Mann, ey. Immer diese Sardellentypen. Herzlich willkommen bei Chili Buns, Cedric. Hier gibt es neben leckeren oder weniger leckeren Burgern... Moment, das muss ich kurz probieren. Ja, sind okay, Herr Burger. Das freut mich. Und du wirst sie doch hoffentlich auch bezahlen, oder? Vielleicht später. Na gut, auf jeden Fall, Cedric, haben wir ein sehr besonderes Secret. Ey, du da! Ich? Ja, du, natürlich. Mit wem soll ich sonst reden? Weiß ich nicht, mit dem blonden Jungen neben dir? Hallo? Nein, mit dem rede ich nicht. Ach, na, ist auch egal. Wo habt ihr eure geheime Raumfahrtsausrüstung versteckt? Die geheime Raumfahrtsausrüstung, die gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, du weißt genau, wovon ich rede. Denn wenn ich hier dieses Ding abnehme, ist dahinter ein Knopf, mit dem ich ein wunderschönes Regal aufmachen kann. Oh nein, oh Mann. Wow, das ist ja wirklich eine Astronauten-Ski-Ausrüstung. Wow, cool. Ich wollte schon immer die erste Skifahrerin auf dem Mond sein. Oh Mann, doch jetzt, wo ihr mein Geheimnis entdeckt habt, wird es wahrscheinlich wohl nicht dazu kommen. Quatsch, warum sollten wir das denn vermeiden wollen? Ja, du hast recht, dein Traum ist hiermit geplatzt. Warum denn? Warum darfst du denn nicht auf dem Mond skifahren? Weil mir der Mond gehört. Dir gehört der Mond? Wow, cool. Darf ich mal hin? Nein. Warum nicht? Weil er mir gehört. Komm, Cedric, lass uns gehen. Es gibt sicher noch interessantere Secrets. Ja, machen wir auf jeden Fall. Gehört dir eigentlich wirklich der Mond? Nein, deswegen lass lieber schnell gehen, bevor sie es rausfindet. Höp. Also dann, wir sind gelandet, Cedric, und zwar im utopischen Utopia des utopischen Utopias. Wovon redest du denn da bitte gerade? Wir sind einfach in irgendeiner Wohnung gelandet. Ganz genau. Hey, was macht ihr denn im utopischen Utopia des Utopias? Oh, wow. Also, heißt das wirklich so? Nö, aber jeder nennt es so. Ach, ist eigentlich auch egal. Das Einzige, was wir brauchen, ist, hinter diesem Bild zu gucken, wo nichts hinter ist. Ich meinte natürlich, hinter diesem Bild zu gucken, wo der pinke Kristall der Kristallhaftigkeit ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht. Oh nein, Martha, die Diebe wollen den pinken Kristall der Kristallhaftigkeit klauen. Ach kommt, also jetzt wollt ihr mich doch veräppeln. Lass uns lieber schnell abhauen, bevor sie irgendwas merken. Irgendwas merken? Sie haben es doch schon längst gemerkt. Ich meine, bevor sie merken, dass ich ihre Toilette benutzt habe. Los! Oh, ach so. Und was ist das eigentlich für ein Geruch? Oh. Alright, was genau machen wir jetzt auf dem Schrottplatz? Oh Mann, hier ist es immer so schrottig. Was sagst du wem? Sehr lustig. Nun ja, auf jeden Fall hier wollte ich dir zeigen, dass es gewisse essbare Dinge gibt, wie zum Beispiel leckeren Löwenzahn. Hast du gerade echt einen Löwenzahn gegessen? Oh Mann, du weißt doch gar nicht, wie viele LKWs darüber gefahren sind und... Ach, keine Sorge, Cedric. Löwenzahn ist überaus gesund. Das sind nur Nebenwirkungen. Oh Mann, ist das dein Ernst? Nein, nein, alles gut. Vielleicht hilft ja dieses Kraut dagegen. Das ist schon noch schlimmer. Mann, wie wird nur schlecht davon, wenn ich überhaupt daran denke, dass du das gegessen hast? Schnell aus dieser sauberen Dose trinken. Weißt du was, Cedric, das ist, warte mal, vielleicht das hier? Nee, das kann man nicht essen. Oh Mann, naja, man kann scheinbar nur ein paar Sachen essen. Probieren wir es mal aus. Das hier? Nein. Das hier? Nein. Das hier auch nicht. Nein. 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 Oh Mann, Alter, man kann ja gar nichts essen, außer dieses komische Kraut am Boden. Hey, vielleicht kann man das ja essen. Ich glaube nicht, das ist ein Windrad. Oh, du hast recht. Ich muss schnell eine Toilette aufsuchen. Ganz große Klasse, ganz große Klasse. Oh Mann. Das war ganz schön befreiend, sag ich dir. Ja, das glaube ich dir. Ja, das glaube ich dir. Allerdings, lass uns das bitte nie wieder machen. Was meinst du? Irgendwelche Pflanzen vom Boden essen oder gemeinsam auf Toilette gehen? Wie wär's mit beidem? Na gut, okay, was als nächstes? Als nächstes müssen wir im schaurigen Haus eine Bettdecke spawnen oder irgendwas anderes, Schlafsack oder so, keine Ahnung. Die Seife brauchen wir, Cedric, ganz, ganz wichtig. Seife, wow, das wolltest du auch auf jeden Fall mal. Vor allem jetzt nach dem Toilettengang. Ich will mich gar nicht erinnern. Genau, Cedric. Normalerweise macht man sich ja Seife auf die Hände. Das macht einen super sauber, aber ich habe eine bessere Idee. Wie wär's denn mit Seife in den Haaren? Wow, ich habe lila Haare? Was? Was für alles in der Welt ist denn hier passiert? Naja, Cedric, ich kann es dir ganz genau erklären. Du hast lila Haare bekommen. Das ist ja großartig. Oh, das sieht
sieht ja fantastisch aus. Ich sehe aus wie eine Pflaume. Also irgendwas, was so lila ist oder so. Naja, Cedric, das steht ja ganz ausgezeichnet. Das stimmt auf jeden Fall. Oh Mann, wir haben uns echt viele Secrets angeguckt, aber ich glaube, das reicht für heute, oder? Natürlich, Cedric. Dein Comeback nach 2 Monaten muss ja auch mal gefeiert werden. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.